Ja, ist eigentlich super. Schlussstatement oder zumindest Zwischenstatement, falls wir noch zu weiterem Thema kommen. Ja, auch mal über Hip-Hop von mir aus, weil das mit der Hüfte ja auch sehr direkt verbunden ist, wie der Name schon sagt. Aber das du ist sagst der Hüftsprung. Ja, okay. Ja, Ah, okay, Hip-Hop, ja, stimmt, Hüftsprung. So habe ich das ja. eigentlich noch nie. Yes. Ich kannte immer nur das von Was? KRS-One, dass er Was? irgendwie das so übersetzt hat, als Hip ist so der Trend und Hop ist eben das Hüpfen Ja, und sowas. Aber dass Hip auch warum Hüfte hießen denn heißt. die anderen vorher Hip? Ja. Was swingt denn beim Springen? Ja. Ja. Warte, lass uns da kurz eine Pause machen. Ja, jetzt haben wir eigentlich dann noch über Skelette gesprochen von Funden und so. Eben, das ist natürlich also immer wieder beachtlich und spannend, auf welche Themen du dann alles kommst oder wo man alles mit dir einsteigen könnte. Kann man jetzt Rassen, Ideologie, Rassenkunde auseinandernehmen oder sich überlegen, was du dazu dir angelesen hast oder herausgefunden oder wie du da Sachen verbindest. Also eben das Thema Rassismus oder Menschwerdung und so mit Wissenschaft zu verbinden oder dann eben von der Wissenschaft wieder zu lösen. Aber genau, lass uns trotzdem nochmal aufs Thema Musik, weil das auch dein Wunsch war und du auch Musik immer Ja, gemacht ja, hast jahrelang. Ich weiß nicht, ob du in Zukunft auch nochmal was vorhast. ja. So, machst du nebenbei so ein bisschen oder Also je nachdem? ich mache ja immer die Vocals. Ich habe meistens die Ideen und bringe vielleicht noch so einen Sack Samples mit und mache die Vocals. Und ich muss mir immer Leute suchen, die was machen. Und das klappt mal mehr, mal weniger. Es hängt auch mal davon ab, wie viel Zeit die für sowas haben. Es sind ja auch meistens ihre Nebenprojekte oder noch so Zusatzgeschichten. Das meiste habe ich mit Isari Lastafari gemacht, der sonst eigentlich kaum wenig eigentlich nur Sachen macht, wo dann andere Leute die Vocals machen. Das war auch für ihn so ein bisschen Experimentierfeld ganz viel. Wir haben 4 Platten zusammen gemacht. Wir machen sicher noch ein paar mehr. Also das ist auch, da ist noch viel Musik drin. Also die Beats selbst hast du nie gemacht. Du hast Ich immer habe nur vielleicht Vocals. auch mal eine Idee für sowas, aber das gehört zu den Dingen, in die ich mich dann doch nie so reingefuchsen wollte, auch weil es immer auch schon Leute gab, die das gemacht haben. Also das ist auch wie mit vielen anderen Dingen, das haben dann andere Leute um einen rum schon betrieben. Und ich dachte, es gibt ja das ganz andere, was halt nicht passiert. Auf den Tracks von denen könnte auch jemand noch Vocals machen. Wie wäre denn das? Ja, so ist das eigentlich fast alles entstanden und ich habe auch mal musikalische Ideen, aber es ist hauptsächlich eher auf dieser textlichen Ebene, auf der Ebene der Vocals. Und dann gibt es aber auch noch 2 andere Teile, soll man sagen, Musik, weil ich lege halt auch gerne auf und versuche da eigentlich auch so ein Programm zu fahren von so viel wie möglich Musik spielen, die Leute nicht kennen und die vielleicht auch ein bisschen aus den Rändern von dem so ein bisschen rausgucken, was sie normalerweise hören oder wonach sie normalerweise tanzen, das auch mal so ein bisschen aufknacken, die Leute mal so ein bisschen irgendwo hinschicken, auch erstmal damit. Ja, du nutzt schon auch so Hits wie Greta Thunberg versus Metal und sowas, Ja, sowas aber mache ich auch bei den Vortragsveranstaltungen, dass ich, bevor es losgeht, erstmal so ein paar Videoclips zeige, auch mal so ein bisschen vielleicht so den Horizont aufzumachen, worum es da jetzt alles gehen könnte oder wie weit das so geht. Das ist auch, glaube ich, sehr nützlich an vielen Stellen, also auch ein bisschen Bezugsrahmen, Bildervorrat schaffen und so weiter. Aber ich gehe da auch immer selber ordentlich drauf ab. Das sind auch Sachen, die ich selber gut finde. Und wenn ich auflege, tanze ich da auch mal rum. So ist das auch noch entstanden, dass ich jetzt manchmal auch einfach die Tanzshow bin, was Ja. ich noch, also auch besonders gerne mache, weil das, glaube ich, auch normalerweise nicht zum Kanon gehört, dass ein Kerl, der sonst auch immer redet und singt und so weiter, dann einfach mal die Klappe hält und einfach alleine zu irgendjemandes Musik tanzt. Also mit Björn Peng ist das Ach, die jetzt öfter Tanzshow, mal. dass man dich auch Hüfte schwingen sieht, Ja, sozusagen ist auch genau, ist auf auch ein der bisschen Bühne. die Praxis, Ich dachte aber jetzt, du das meinst, kam ja dass vor du dem eben Vortrag, DJ ja. bist, der nach oder vor Vorträgen dann auch auflegt oder Das gibt's Zwischenstrecken. auch und ich tanze auch viel, wenn ich selber auflege, aber ich mochte diese Anordnung. Also bei Björn Peng ist es halt ein paar Mal passiert, dass er einfach eine Show macht und ich einfach sozusagen dann eben die Tanzshow mache und es Okay, super ist geil. einfach eine. Also ich möchte diese Verbindung auch, glaube ich, einfach herstellen. Also ich mochte das immer nicht, wie oft das so getrennt wurde, so die inhaltliche Vermittlung, die politische Organisation und die Hüfte, die Ja. Bewegung. Nee, aber was ich mit Greta Thunberg und dem Heavy Metal Version ihrer
Rede vor der UN meinte, eben du nimmst auch so populär popkulturelle Phänomene und Hits so, Death Press spielst du auch immer wieder, das ist bigger than Hip-Hop, aber eben du suchst dann auch so Perlen raus, wie so Songs, die Leute aufgenommen haben, die vielleicht früher mal gerappt haben, dann aber wirklich als Beteiligte in einem Streik mitorganisiert sind und dann halt einen Streiksong machen, den jetzt hier in Deutschland oder in linken Bewegungen dann niemand so mitbekommen hätte, sondern wo du halt über die Verbindungen zu irgendwelchen Streikkomitees in den USA dann da so Perlen und einzelne Untergrundsongs findest, die dann da halt so ja, sowas bleibt dann auch alles noch mit an einem hängen. Ja, das waren alles Dinge, von denen ich mir früher nicht vorgestellt hätte, dass ich das alles auch machen muss, im Sinne von, es passiert sonst nicht. Ja. Das ist tatsächlich so. Das ist auch bizarr für mich die ganze Zeit. Also, ich spiele nicht das Dead Press Video, ich spiele Ghetto Plots Bigger Than Klezmer. Okay, ja. So, und das ist natürlich bigger than Hip-Hop und auch relativ vollständig, auch mit weiten Teilen von diesem Video mit Without a People's Army, the People are Nothing und so weiter. So. Das ist jetzt sicher. Ja. Gerade hast du so die Einblendung zitiert, oder? Without the People's Army, the People are Nothing. Das sind ist, so in diesem, ist in diesem Dead Press Video drin, ist auch in diesem Ghetto Plots Video drin und das ist aber zur anderen Hälfte halt und wir sind alle Brüder. Und es ist auch noch so ein bisschen so eine Art Balkan Brass Blasorchester Einblendung die ganze Zeit mit drin. Und das spiele ich. Und es geht auch um solche Sachen, so Aufwiegelungsmusik, die einfach bestimmte Barrieren aufknackt, die Leute zusammen zeigt, die normalerweise nicht zusammen zu sehen sind, die zusammen was machen. Und auch alles, was in irgendeiner Form auch auf konkrete Kämpfe dann bezogen ist, was es ja immer wieder auch gibt, die auch ihre eigene Musik und ihre eigenen Videos machen und so weiter. Okay, ja, jetzt hast du was gesagt, was ich spannend fand, eben mit diesem, dass du Leute zusammenbringst, die dann was zusammen machen können. Also im Sinne von, dass so eine Remix-Culture und Sample-Culture auch immer eine Metapher ist für gesellschaftliches sich gemeinsam organisieren, Verbindungen finden. Kann das sein? Also ist es nicht automatisch, aber kann das auf jeden Fall sein. Aufgreifen von geschichtlichen. Ich habe das am Anfang ja im literarischen Bereich auch viel versucht, also schon so ein bisschen versucht, mit Literatur das zu machen, was Hip-Hop mit Musik gemacht hat. Also auch Texte immer nochmal wieder umschreiben, auch von anderen Leuten umschreiben lassen, Samples verwenden, solche Sachen. Und das ist damals auch sehr doll einfach daran so ein bisschen abgeprallt, dass es sozusagen diese Trägerbewegung dazu einfach nicht gibt, die jetzt auch erstmal klar macht, wir machen das zusammen, das gehört uns ja allen, wir entwickeln das zusammen alles weiter und in alle möglichen Richtungen, gucken mal, so funktioniert das idealerweise, ist halt aber immer davon abhängig natürlich auch, ob die Leute diese Motivation überhaupt mitbringen oder ob sie sich da hauptsächlich in Konkurrenz wahrnehmen und dann funktioniert es natürlich überhaupt nicht mehr so, dann ist es halt eher so ein, jeder greift sich, was er greifen kann und melkt das aus. Also das, ja. Würdest du sagen, die akademische und textgebundene Kulturindustrie ist da noch konkurrenzmäßiger und Copyright besessener unterwegs als die Musikkultur? Also auf der rechtlichen Ebene ja, vermutlich schon. Praktisch sind die natürlich auch daran interessiert, dass sich ihre Forschungsergebnisse rumsprechen und verallgemeinern. Und das steht da auch in so einem Konflikt. Also das eigentliche Arbeitsinteresse dieser hochkooperativen Arbeitskräfte ja auch letzten Endes ist schon eher das Zusammenwirken, die Texte verfügbar machen, referenzierbar machen und so weiter. Und praktisch müssen die aber auch von irgendwas leben. Ja. Und es ist auch die Rechtsordnung an der Stelle einfach mal zu ihren Gunsten dann zu größten Teilen. Die ja auch mal von ganz vielen Akademikern und Juristen eingerichtet wurde. Also das ist ja vielleicht auch kein Zufall. Also das beißt sich da und am Ende ist ja immer die Herrschaft am erfolgreichsten, die so viel wie möglich Kooperation unter Menschen, unter Arbeitskräften halt trotzdem für sich ausnutzen kann. Also was ja schon das ist, wo Menschen besonders leistungsfähig, effektiv werden, ist einfach in diesen egalitären Gruppen. Also die meisten unserer spezifischen Fähigkeiten kommen in solchen kleinen Gruppen eigentlich am besten zum Tragen letzten Endes. Und das muss, oder gar nicht bloß klein, überhaupt in Gruppen durchaus.
Und das muss Herrschaft immer für sich ausbeuten. So. Also wenn sie das unterbindet, dann, wenn nur noch Konkurrenz ist, dann geht auch die Herrschaft unter. Das ist halt nicht produktiv. Das ist einfach, es nehmen sich nur alle alles weg die ganze Zeit. Da kommt dann nichts mehr zustande. Okay, und, also gewisses Maß an Kooperation muss also auch im akademischen Betrieb ja zugelassen werden. Und sowas wie dann eben auch die Science-Tech-Großprojekte wie internationale Raumstationen und so weiter, da arbeiten ja am Ende dann doch wirklich Hunderttausende von Leuten zusammen dran. Ohne Kooperation geht das ja nicht, ohne weiteres. Das muss auch jetzt schon trotzdem so organisiert werden. Ja. Ja, da ploppt das nächste Thema auf, Science-Fiction-Movies als Utopien des gemeinsamen den Planeten Verlassens und dann aber die Konkurrenz und Feindschaft nach außen verlagern im universellen, also Universumsrahmen. Es gab mal, wir haben mal eine Veranstaltung gemacht, die hieß Space Communism und da ging es halt um die Position erst Weltraum oder erst Kommunismus. Hm. Also diese Gegenüberstellung für erst Weltraum war halt Janeway. Was ist Janeway? Von Voyager, von also Star Trek, Captain Janeway und für die Position erst Kommunismus war halt Ion Tichy aus den Sterntagebüchern von Lem, der im Grunde die Position hatte, wenn wir nicht erstmal Kommunismus haben, die lachen uns doch alle aus überall, wenn wir irgendwo hinkommen. Mhm. Da haben wir das mal so ein bisschen gegeneinander gestellt, weil natürlich für beides was spricht, weil natürlich auch diese ganze Weltraumforschung den Blickwinkel schon auch nochmal ordentlich erweitert hat. Wir wissen unglaublich viel mehr über das Universum, seit wir Satelliten und vor allen Dingen Kameras im Orbit haben. Wir können damit jetzt wirklich 13,5 Milliarden Jahre zurückgucken und sehen, da war wirklich hauptsächlich bloß Wasserstoff und ein bisschen Helium. Das stimmt wohl wirklich. Also diesen Teil der Geschichte, seitdem haben wir vorher richtig ausgerechnet. Das ist erst in den letzten Jahren passiert. Das ist ja auch alles noch so neu. Also ich glaube, das hat schon auch diesen Effekt, diese Wirkung durchaus. Und ansonsten? Und es gibt auch immer diese Modellüberlegungen jetzt, okay, wenn man jetzt die Leute auf den Mars losschickt, ob man da auch so eine Modellgesellschaft mitgründet und wie die dann aussieht, das wird auch in der NASA ja durchaus viel überlegt. Also was für Leute schickt man da eigentlich los, in was für einem Verhältnis sollten die zueinander stehen? Die sind dann jahrelang aufeinander einfach mal angewiesen komplett. Man kommt zwangsläufig dahin, die möglichst als eine egalitäre Gruppe zu organisieren, weil die sonst einfach möglicherweise nicht mal ankommen. Also das. Okay, das ist natürlich die nächste spannende Frage, ob auch so Organisationsformen wie die NASA, ob die dann bewusst sozialistisch oder kommunistisch schon denkende Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen rekrutieren und auf der anderen Seite libertäre, sozusagen anarcho-kapitalistisch, besetzten Formen von, die sich dann eher nochmal eine Entwicklung von einem freien Markt vorstellen. Also man kann da, oder ob die sozusagen von einem total den Status quo reproduzieren wollenden Modell ausgehen, aber dann deiner These nach am Ende aber zu Kommunisten werden und Kommunistinnen, wenn sie sich das wirklich durchrechnen und vorstellen, was da am meisten Sinn macht. Also das ist eine Fernsehserie, die seit Jahrzehnten gibt, die hat sich auch verändert im Laufe der Zeit. Es waren auch nicht immer die gleichen Leute. Und es gibt ein paar Stellen, die schon sehr dolle kommunistisch klingen. Es gibt ja auch in den USA diese Tradition, das ist ja dort auch alles passiert, in anderer konkreter Form, aber also man hat auf jeden Fall auch so einen Begriffsvorrat und so einen Bildervorrat an der Stelle, das ist schon auch da. Und das hat dann eben bei der NASA aus verschiedenen Gründen phasenweise auch sein Zuhause gefunden. Dass die NASA, aber es ist jetzt nicht der ganze Apparat irgendwie eine kommunistische Organisation. Also schön wäre es, aber kann man nicht erkennen. Aber du also meinst, da sind schon auffallend viele Unterstützer von Sanders, auch sehr sichtbar. Die haben auch ja dann sofort, als Trump an die Macht kam, ihre Rogue-Server und so weiter aufgesetzt. Also, ja, okay, also jetzt in so einem amerikanischen Sinne eher Socialist, könnte man schon sagen. Aber also ich würde das jetzt auch nicht überinterpretieren wollen vielleicht. Also da ist auch viel Wunschdenken drin, glaube ich. Okay, aber das habe ich dich jetzt richtig verstanden, dass die NASA sich lange Zeit von Star Trek, Raumschiff Enterprise inspirieren hat lassen oder die
wie sagt man, wissenschaftlich, gesellschaftsorganisatorische Forschung und politische Denktheorie auslagern hat lassen in, okay, das kann man sich dann kulturell mal so vorstellen und vielleicht nehmen wir manches davon wieder auf für unsere Überlegungen. Also da hat es einfach genau so ein wechselseitiges Feedback die ganze Zeit gegeben. Die konkrete Raumfahrt und die konkrete Raumforschung hat halt auch diese Science-Fiction mit beeinflusst, auch in dem, was da vorstellbar war, was da machbar erschien. Und umgedreht gab es aber dann auch immer diese Rückwirkung auf die Forschung. Also es gibt ja auch diese berühmten Beispiele, Nichelle Nichols, die halt Uhura war, die die erste schwarze Frau im Fernsehen war, die nicht als Sklavin oder irgendwas da irgendwie aufgetaucht ist, die wirklich in den Weltraum geflogen ist, oder wir können alles machen, die auch von Martin Luther King auch sofort so verstanden wird, also der sie ja auch dazu drängt, bei der Serie zu bleiben. Und die rekrutiert dann aber tatsächlich auch, nachdem sie dann erschüttert feststellen muss, dass sie eigentlich nur weiße Männer auf den Mond geschossen haben, fängt sie dann auch an, ganz gezielt andere Leute zu rekrutieren für die NASA. Frauen, Schwarze, also die Leute, die da einfach normalerweise nicht vorgekommen sind. Also das hat dann plötzlich diese konkrete Rückwirkung, dass diese Frau, die das halt nach draußen darstellen soll, dann aber irgendwann denkt, Moment mal, Black Power und Frauen und was ist denn hier los? Aber die hat doch nicht richtig bei der, oder kam die aus der NASA und hat dann als Schauspielerin gearbeitet? Nee, die NASA hat sie natürlich dann auch gerne als Aushängeschild benutzt und so, die spielte das. Ach so, also, als Rekrutierungselement für auch junge Schwarze und junge Schwarze Frauen. Also das war einfach Role Model. Also auch gerade für diesen eher liberal Teil der NASA, den es auch damals schon gab, war die natürlich auch Role Model. Ist einfach, guck mal hier die. Ja. Nichelle Nichols, ganz wichtige Person. Ich empfehle natürlich immer, sich einfach mal die Drunk History Sendung über sie anzugucken, wo das, glaube ich, ganz gut sehr kurz mal von Raven Simone gespielt. Könnte dir was sagen? Sagt mir nichts. Oder das war die, für die Missy Elliott, die das erste Lied geschrieben hat, das auch wirklich im Radio kam, wo sie auch mit drauf ist. Und die war da halt noch so Kinderstar. Okay, krass. Nee, da weißt du mehr als ich. Und, aber gut, dass wir dann und dann die ist jetzt so eine bekanntere Schauspielerin und die spielt bei Drunk History einfach Nichelle Nichols. Das ist unglaublich gut. Das, Eben, dann kommen wir doch nochmal zurück zu Hip-Hop so. Aber noch kurz, was mir aufgefallen ist, wie ich das so raushören würde, dass dann, dass sich da schon auch bei dir so eine Hoffnung abzeichnet oder so ein positiv gedeuteter Geschichtsdeterminismus, jetzt in dem Sinne von auch Herrschaftssysteme können nur überleben, wenn sie kooperative Organisations- und Arbeitsformen mit integrieren, weil am Ende macht das am meisten Sinn. Also wird auch die Menschheitsgeschichte. Macht vor allen Dingen am meisten Zeug, was man brauchen mehr, kann. Ja, genau. Ja, entweder mit mehr Reibungsschäden bis dorthin oder mit weniger Reibungsschäden bis dorthin, aber dorthin gelangen und die Keime und Sprossen sind so jetzt auch schon immer wieder vorhanden. Also das ist immer dieser Balanceakt von Herrschaft die ganze Zeit. Also sie muss es unter Kontrolle behalten, aber sie darf es nicht zu Tode kontrollieren. Sie muss es halt. Da muss noch was zum Ausbeuten sein auch und auch mehr als bei den anderen halt immer. Also man ist ja da auch immer im Wettstreit mit den anderen Herrschaften die ganze Zeit. Und das war auch die ganze Zeit schon so, auch bevor es jetzt wirklich diese kapitalistische Konkurrenz war, waren die trotzdem auch immer alle in diesem direkten Machtwettbewerb sozusagen größtenteils um die ganz konkreten Gewaltmittel erstmal vor allem. Gut, dann aber nochmal um auf Musik. Aber vielleicht Determinismus sehe ich gar nicht, ist vielleicht ganz wichtig. Also das ist alles super kontingent, es kann auch immer was ganz anderes passieren. Aber ich kann halt einfach schon bestimmte Ballungen, Wahrscheinlichkeiten und sowas irgendwie feststellen an vielen Stellen. Und es gibt einfach sozusagen diesen Grundhebel da drin, dass die Beherrschten, wenn sie sich zusammentun, die Herrschaft stürzen können, sie zumindest es verändern können, sie weiter zurückdrängen können. Und dass daher auch eigentlich alles stammt, was wir als, wenn wir auf der Seite der Beherrschten sind, halt haben. Das haben wir uns alles mal so erstreiten müssen. Das ist schon so. Das ist einfach schon was man überhistorisch so sagen kann.
Aber ich würde das auch immer prüfen. Ich würde auch immer gucken, wo das möglicherweise mal nicht so ausgesehen hat. Oder, also das ist alles kein Dogma. Ich versuche es einfach so gut wie möglich zu verstehen. Also ich musste da auch, glaube ich, selber Dinge revidieren. Ich war als gelernter DDR-Bürger schon auch noch eher auf diesem klassischen Histomat-Verständnis dann von, diese Stufen müssen alle aufeinander folgen, im Sinne von, auch den Kapitalismus hat es halt geben müssen, der hat seinen historischen Sinn. Und das würde ich halt nicht mehr so sehen. Ich würde jetzt einfach klar sagen, der hätte auch einfach gar nicht erst entstehen müssen. Es hätte sich auch von vornherein einfach was ganz anderes durchsetzen können vor 500 Jahren. Also Herrschaft hätte immer auch grundsätzlich gestürzt werden können. Das war jetzt nicht, it's not actually rocket science. Es ist eine Frage des Kräfteverhältnisses, es ist auch hart, aber es ist nicht in dem Sinn jetzt kompliziert, dass man da nicht drauf kommen könnte. So. Ja, das hatten wir ja vorhin schon mal, dass du sagst, auch ohne Marx als Vorlage, schriftliche und propagandistische Vorlage. Also dadurch haben wir natürlich, durch Marx haben wir natürlich viel besser verstehen können, wo genau eigentlich die Ausbeutung stattfindet und wie die eigentlich genau vor sich geht. Das war vorher, glaube ich, vielen Leuten nicht so wirklich klar. Und ist auch bis heute ja den meisten Leuten nicht so richtig klar. Das kann schon sehr hilfreich sein dann in der Praxis, aber der Rest ist schon einfach weiterhin der Zusammenschluss der Arbeitskräfte, so egalitär wie möglich, um irgendwann die Produktionsmittel zu übernehmen, damit endlich alle kriegen, was sie brauchen und wir nicht Weltkrieg und Klimakatastrophe haben. Ja, noch kurz, um das aufzugreifen, du sagtest, auf Seite der Beherrschten, das bringt bei mir auch so eine Assoziation mit deinem Künstlerpseudonym, soweit ich es verstehe. Also du nennst dich jetzt als jemand, der Vorträge macht, auch machst du auch einfach als Daniel Kuller. Aber ansonsten habe ich dich das erstmal wahrgenommen als Classless Kuller. Ist das dann bloß ein AKA für die musikalische Richtung? Ich saß in Ägypten im Internetcafé und wollte mir schnell so ein myblog.de klicken, weil ich dachte, ich mache mal sowas. Und das war das Erste, was mir eingefallen ist. Und die Idee war halt, es ist halt Doppelsinn. Es ist halt, also so diese Blognamen, das war ja auch noch so ein bisschen Punk damals, so ein bisschen. Und Classless ist einfach, in American English, it's a word for like trash, for punk, for irgendwas, was so völlig daneben ist, einfach, was so assi, wird man vielleicht im Deutschen dann so sagen, oder sowas. Und das so als Selbstbezeichnung, wie man sich halt selber dann Punk nennt. Das ist der eine Teil. Und natürlich die klassenlose Gesellschaft, wo man irgendwann hin will, also einfach so als Programm ist das da schon drin. Nach ein paar Jahren ist mir irgendwann aufgefallen, wie krass man das missverstehen kann, dass ich mich so nenne. Daran kann ich einfach jetzt nicht mehr ändern und es ist halt so. Da muss ich jetzt irgendwie leben. Das ist eins der häufigsten Missverständnisse. Ich bin auf jeden Fall, also nach der Stellung zu den Produktionsmitteln, bin ich ganz offensichtlich nicht auf der Seite der herrschenden Klasse. Das ist mir schon aufgefallen. Und Stellung im Produktionsprozess, ja, wo stehe ich denn bitte im Produktionsprozess eigentlich genau? Kann mir das mal jemand sagen? Also, das ist ja gar nicht so einfach. Ja, okay. Nee, ich möchte, dass sich die Arbeitskräfte organisieren und die Produktionsmittel übernehmen. Das ist mein politisches Programm. Falls das irgendwie missverständlich gewesen sein sollte an irgendeiner anderen Stelle, das will ich sehen, dafür will ich alles machen, was ich kann. Ja, genau, ja, aber die eben, dann hast du mein Wundern oder meine Irritation bei dem Namen eben schon richtig gedeutet, oder bin ich scheinbar auch nicht der Erste oder die Erste, der dich darauf hinweist. Wenigstens mal so freundlich gefragt, es kommt ja sonst eher in der Form von Vorwürf, Shitstorm oder so. Wenn du sagst, die Seite der Beherrschen und die Seite der Herrschenden, da kommt ja dann das nächste Thema auf von linker Bewegungsgeschichte, linke Strömungen, und wo dann die einen wieder anfangen, das Wort eben auf die Goldwaage legen zu wollen. Ja, gibt es denn eine Klasse der Herrschenden? Herrschen die dann absichtlich, herrschen die aus bösem Willen und so weiter? Das Thema wollen wir jetzt erstmal also noch nicht aufmachen. Wirklich ja, aber aus bösem Willen ist halt egal. Vielleicht ist aber wurscht. Okay. Einfach, es spielt keine Rolle. Nee, aber ich denke, dass allein sowas also schon, der Zweck schon so Triggerpunkte sein könnte. Also vielleicht ist es aber auch, wir sollten Diskussion vielleicht auch klar darüber reden, was wir meinen. Also wir müssen halt auch diese Begriffe vielleicht auch erklären und muss auch sagen, was man damit. Ja. So, und also der Zweck von Herrschaft, wie vorhin schon gesagt, ist die Ausbeutung von Arbeitskräften.
So, das ist wozu es das letzte Endes gibt. Es gibt die Leute, die sich. Zweck klingt halt immer so nach Wille. Es gibt die Leute, die dann sozusagen diese Ausbeutung selber organisieren, beziehungsweise die Hauptnutznießer davon sind. Das ist üblicherweise die herrschende Klasse, die auf der Seite der Ausbeutung steht. Und alle anderen stehen auf der anderen Seite. Und da gibt es natürlich, soll man sagen, immer den bestochenen Teil der Beherrschten, Haussklaven sozusagen, die Hausaussies, die halt dann einfach schon mitmachen, trotzdem auf der anderen Seite und dafür halt auch ein bisschen mehr kriegen oder einen anderen Status zumindest kriegen. Da ist eine Grauzone und es gibt auch so diese Pufferklassen, die auch schon so entstanden sind, die Beamten der Mittelstand sozusagen. Aber erstmal nach der Stellung zu den Produktionsmitteln, die die Grundlage für die Ausbeutung sind, ist es eigentlich klar, wer wo steht. Und also so würde ich das auch erstmal verhandeln, auch einfach, weil es die beste allgemeine praktische Handlungsgrundlage liefert, dann einfach sagen zu können, all diese Leute haben ein Interesse gemeinsam, dass ihr Lebensunterhalt bei den anderen als Kosten auftaucht, die man möglichst niedrig halten muss. Die wollen einem so wenig wie möglich geben, Lohn und Steuern und öffentliche Infrastruktur, keine Ahnung. Und wir brauchen halt so viel wie möglich davon. So, das ist ja auch der praktische Klassenkonflikt um all diese Dinge. Da läuft ja tatsächlich genau diese Grenze lang. Dieses Interesse teilen ja wirklich alle miteinander. So, auch egal, wo sie sind, egal, wo auf der Welt sie sind. Und auf der Grundlage könnte man sich sinnvoll zusammentun, um das alles auszuhebeln. Deswegen dieser Klassenbegriff auch. Ja. Also wirklich einfach alle, die nicht von der Ausbeutung über ihr Privateigentum sozusagen hauptsächlich leben. Und wenn die jetzt einfach sagen, nö, könnt ihr haben, dann muss nicht ein Schuss fallen. Dann muss man, also das wäre mir auch viel lieber, wenn das einfach so klappen könnte. Aber die letzten 100 Jahre haben auf jeden Fall eins sehr deutlich gezeigt, das werden die nicht machen. Die werden noch bis zur letzten Patrone kämpfen lassen und werden sich für nichts zu dumm und zu schade sein, um das nicht rauszurücken. Also das ist leider einfach super unwahrscheinlich. Ja, okay, so siehst du es. Man muss es ihnen wegnehmen. Man wird es ihnen tatsächlich wegnehmen müssen, alles irgendwie. Es wird nicht anders gehen. Okay, ja, da werden wir jetzt sehr fast realpolitisch und müssen sehr viele Sachen anschauen, um da zu sagen, wo beginnt ein Wegnehmen, wo beginnt ein freiwillig Hergeben, was sind da historische Beispiele und so, aber ich verstehe, was du meinst, aber du verstehst auch, was ich meine, wenn ich sage, sowas wie die Klasse der Herrschenden und dann eben auch, das sind die Nutznießenden dieses Verhältnisses, das ist für manche Leute, die da sehr allergisch drauf reagieren, kann das schon so Triggerwörter sein, wo sie dir dann quasi eine personifizierte Kapitalismuskritik. Also, nee, du hast es ja jetzt ausgeführt, aber ja, du weißt so. Ja, ich weiß. Weil dann sind das hat auch irgendwie ganz schönen Wildwuchs geschrieben, ja. Es gibt so eine Art Mustererkennungsprogramm da an vielen Stellen und wenn dann irgendwelche Wörter auftauchen oder irgendwelche Wortgruppen auftauchen, dann ist man automatisch da oder dort plötzlich. Ja. Ich weiß auch, wie das entstanden ist. Es ist auch gar keine schlechte Sache, dass man da erstmal hellhörig wird, vielleicht auch an manchen Stellen. Aber ich versuche ja auch tatsächlich, da so viel wie möglich Terrain einfach zurückzuerobern die ganze Zeit, über das wirklich einfach kaum noch geredet wurde oder wird. Ja. Wo ich einfach den Eindruck habe, das hat man auch exklusiv dann anderen Leuten überlassen, die da eben jetzt auch nicht viel Sinnvolleres mit anstellen, offenbar. Nee, aber eben so, die letzten 15 oder 20 Jahre von innerlinker Strömungsauseinandersetzung, da muss man dann nochmal eine Spezialsendung mit dir und Thorsohn vielleicht gemeinsam machen. Ich habe auch mal einen Vortrag gemacht zur Spaltung der Linken, den gibt es auch noch, wo ich auch meinte, ich bin schon dafür prinzipiell, wenn das nötig ist, aber es muss erstmal was zum Spalten da sein. Und im Moment sind wir erstmal eigentlich an der Position, sowas überhaupt wieder zu haben. Also Spaltung 1916 zu sagen, wir machen Millionen von Leuten, gehen jetzt von der SPD weg und machen eine revolutionäre sozialistische Partei auf. Super Idee auf jeden Fall. Eigentlich viel zu spät schon, aber super Idee. Aber jetzt gerade wirklich diese ganzen Strukturen, die also personell so dünn sind eigentlich, dass die sich die ganze Zeit hauptsächlich gegenseitig selbst behaken, ist wirklich unfassbare Energieverschwendung. Und das ist seit Jahren schon so. Es gibt diese Themen, da weiß man
vorher schon, was wer sagen wird, in welcher Reihenfolge. Es wird sich nichts ändern dadurch und es werden wieder Stunden nur damit verbracht worden sein. Ja. Und da denke ich halt lieber mal an die Grundlagen wieder rangehen, wo die Ideologie halt herkommt und wo diese Verhaltensweisen auch herkommen. Einfach an die Konkurrenz direkt rangehen, tatsächlich Arbeitskämpfe unterstützen gehen, wo die Leute das ja auch machen. Es ist ja immer diese bescheuerte Vorstellung, man müsste das erst in die Klasse irgendwie reintragen oder so. Nee, es gibt dauernd Arbeitskämpfe überall im Land. Man könnte den Leuten einfach mal helfen. Ja. Und das ist jetzt auch eine meiner absurden Rollen tatsächlich, dass ich das dauernd gerade Leuten versuchen muss zu erklären, warum das vielleicht eine gute Idee ist, wenn wir uns gegenseitig helfen. Wenn wir uns dafür interessieren, wie es den anderen geht und uns irgendwie zusammentun. Man denkt immer, dass, also, warum muss ich das denn erklären eigentlich überhaupt? Ja, ist aber so. Aber in diesem, was, wenn du sagst, das mal wieder zu betonen oder wieder darauf hinzuweisen, dann sagst du ja schon auch, eben, aber das... Also das war vor 100 Jahren anders und es gab diese Tradition danach natürlich auch. Ja, nee, aber dass man auch sagt, vor 10, 15 Jahren eine Spaltung innerhalb der Linken, ich weiß nicht, was du eben vor 10, 15 Jahren schon konkret gemacht hast, aber du und auch Thorsohn, ihr wart ja damals klarer so als antideutsch gelabelt oder teilweise auch selbst gelabelt, aber habt halt heutzutage damals, so eher ist, dann ja. So, dass ihr... Ja, dass ihr das auch nochmal, heutzutage bist du dann eher eine in einer Vermittlerposition oder jemand, der da halt ambivalenter so... Also vielleicht mal so versuchsweise, also es gab damals einfach dann doch eine ganze Menge Sachen, mit denen man einfach nicht mehr zu tun haben wollte und wo einem auch irgendwie die grundsätzliche Trennung davon irgendwie nicht so richtig sichtbar erschien. Und ich habe mich, glaube ich, erstmal irgendwie mehr oder weniger automatisch dann an die Leute gehalten, die das am ehesten irgendwie auch alles für befremdlich fanden. Und dann ist mir irgendwann erst im Laufe der ganzen Sache dann klar geworden, dass da aber auch Leute sozusagen viel, viel fundamentaler einfach auch wirklich diese ganze Linke als soziales Phänomen eigentlich am liebsten zerstören wollen, mittlerweile das ja auch gesagt haben, so. Und die sich jetzt also auf immer krassere, wirklich auch so nationalliberal-konservative Positionen dann einfach zurückgezogen haben. Und damit wollte ich überhaupt nichts zu tun haben. Das ist auch einfach überhaupt nicht, niemand, den ich kenne, hätte was davon, von dieser Art von Positionierung die meiste Zeit über. Aber natürlich schon weiter bei den Leuten, die jetzt erstmal gesagt haben, wir müssen hier mal so ein paar neue Verkehrsformen irgendwie durchsetzen. So ein paar Sachen stehen hier gerade krumm und schief. Und das gab's ja auch von anderer Seite zu der Zeit, also dass man auch erstmal so Antisexismus als Konsens durchsetzt tatsächlich überall. Das war ja, also das war ja vor so und so vielen Jahren wirklich einfach überhaupt noch gar nicht so. Und phasenweise haben sich diese Sachen ja auch ergänzt, sind auch ein bisschen zusammengewachsen. Da sind auch Szenen so entstanden, die das alles versucht haben, so ein bisschen mit aufzugreifen. Das fand ich alles eigentlich immer am besten. Und dann hat es aber tatsächlich auch ab einem bestimmten Punkt auch wieder so ein Zusammenspiel von schon ganz schön viel Repression, aber eben auch dann so innerlinken Folgekonflikten. Leute werden älter, wollen noch was werden. Also da sind auch viele Selbstverständlichkeiten wieder verloren gegangen, leider. Also an manchen Stellen war man da vielleicht auch schon mal weiter als gerade in diesem Versuch, das trotzdem noch irgendwie zusammenzubringen, irgendwie noch handlungsfähig zu bleiben. Ja. So, weil ich dachte halt, okay, mit den und den Sachen will ich jetzt nichts mehr zu tun haben, beziehungsweise da will ich eine klare Linie ziehen. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich mit all diesen Leuten überhaupt gar nichts mehr zu tun haben will und auch den Versuch aufgebe, jetzt mit denen vielleicht auch nochmal, wenn man sich da länger drüber unterhält, zu einem Punkt zu kommen, also wo die dann vielleicht auch ein paar Sachen revidieren und wo man aber vielleicht auch einsieht, okay, ganz so einfach ist es vielleicht auch gar nicht. Das ist dann irgendwann nicht mehr passiert und die Leute hatten nur noch so Karikaturen voneinander im Kopf. Die anderen waren einfach alles Faschisten sozusagen und mit denen also hatte man gar nichts mehr zu tun. Man war dann eher schon in so einer latent feindseligen Street-Battle-Anordnung. Und das war immer alles so bizarr für mich. Ich dachte, die anderen müssen sich doch kaputt lachen darüber, dass wir uns hier gegenseitig jetzt die Fresse einhauen. Ja, aber so. Das ist bloß kurz angeschnitten beim Anschneiden bleiben, weil wie gesagt, das ist ja ein riesiges Thema ja. Und dann eben auch mit persönlichen Biografien verbunden und kann man eine Podiumsdiskussion 3 Stunden draus machen oder auch diverse, gibt es ja auch diverse Bücher wahrscheinlich mittlerweile über das Thema.
Aber nochmal zurück. Ich bin ja im Moment aber auch froh, dass ich halt jetzt gerade mal wieder so junge Leute organisieren, die das einfach nicht mehr kennen. Ach so, oder die einfach auch vielleicht ein bisschen ohne diesen Ballast mal losgehen können. Die vielleicht sich da auch so ein paar Sachen trotzdem mitnehmen. Das ist ja schon auch wichtig. Es war ja, nicht umsonst alles oder so. Aber die jetzt nicht mehr so dolle da so drinstecken, wo das so der ganze politische Horizont auch ist. Das war jahrelang schon wirklich sehr verheerend, glaube ich. Ja. Zurück zu Musik und Hip-Hop. Ich hatte ja gefragt wegen der Beats schon so ein bisschen. Du machst das eben mit deinem Kollegen Lastafari. Histari Lastafari. Sozialistischer Plattenbau. Was ist für dich Beat? Tja. Da bin ich, glaube ich, vom Eske Bockelmann sehr dolle geimpft. Habe ich hier stehen, im Takt des Geldes. Also das ist schon sozusagen dieser Taktrhythmus. Das ist schon einfach diese Art und Weise, wie der funktioniert, der betonte und der unbetonte Schlag. Und prinzipiell, das ist aber jetzt auch wirklich eher meine Assoziation an der Stelle, weil also es jemand ist, der sich da sehr intensiv marxistisch mit beschäftigt hat, wo das eigentlich herkommt. Aber natürlich gab es auch vorher schon die ganzen Beats. Also wir markieren die Hüftbewegung. Es sind tatsächlich ja oft sind diese Sachen ja auch entstanden in einer direkten Verbindung von jemand macht Musik und jemand bewegt sich. Das ist ja alles auch sehr folgerichtig. Und gerade wenn man sich auch überlegt, was jetzt gerade eben diese Rhythmuselemente der Musik, der Percussion-Teil, wie der eigentlich funktioniert, ist das ja, also das ist ja was wir mit unserem eigenen Körper auch machen können. Wir können uns ja auch einfach irgendwie mal auf die Brust oder auf den Bauch hauen. Das ist ja noch sehr, es ist extrem naheliegend und es löst halt dann auch diese Bass-Sounds und diese Bewegungsanreize, diese Beats eben aus. Das ist schon auf der Ebene schon so diese fundamentale Bewegungsebene, die Hüfte natürlich, mit der das direkt in Verbindung ist. Und wir haben dann auch dieses ganze Gewebe da drumherum, der größte Muskel im menschlichen Körper, der auch erst sehr spät entstanden ist, den wir dann erst zum Laufen benutzt haben, zum Gehen brauchen wir noch nicht. Main Human Butt Muscle, unser großer Arschmuskel. Da ist also auch durchaus noch eine ganze Menge, wie soll man sagen, Resonanzraum drumherum. Das alles super empfänglich für Bässe und natürlich für diese Bewegungs-, wie soll man sagen, es sind ja keine wirklichen Taktgeber, es ist ja mehr nur so ein Vorschlag, so an der Stelle könntest du jetzt eine Bewegung machen. Genau, und ich ziehe dir das einfach so, dass das gleichmäßig passiert. Genau, du könntest eine Bewegung machen, also in dem Sinne einen Anstoß, einen Impuls, aber gleichzeitig ja auch eine Grenze des Impulses. Also ein Geräusch oder ein etwas, was dann eben auch zurückkommt als Schwingung, kann ja quasi auch eine Grenze sein. Es ist auch was alle dann gerade hören. Und das heißt, du weißt auch, dass sich jetzt alle zu dem gleichen Beat verhalten. Die ganze Zeit. Die hören das ja alle gerade. Das heißt, diese Bewegungen sind ja aufeinander bezogen in irgendeiner Weise. Man bewegt sich ja da auch irgendwie umeinander rum und schaut ja auch sicher ein bisschen, wie die anderen Leute um einen rum sich bewegen. Das ist ja auch immer noch so ein Teil davon. Und, also das ist jetzt Theorie des Raves. Und die, naja, also jetzt erstmal auch ganz schlicht einfach über diese... Das gemeinsame an einem Ort Seins und das gleiche Wahrnehmens und Hörens. Ja, und eben auch diese Fähigkeit, die wir da in der Hüfte eben auch haben, das super präzise auch alles ansteuern zu können. Also Richtung Bar, Richtung Klo, Richtung... Als wir angefangen haben, gezielt zu werfen und schon so super erfolgreich damit waren, hatten wir eigentlich immer noch diese Affenhände. Die hatten sich noch gar nicht verändert, großartig. Das heißt, wir haben schon mit der Hüfte gezielt erstmal. Also das heißt, dass du holst halt Schwung mit der Hüfte. Und dann lässt du diesen Schwung aus dieser Hüftbewegung heraus an der Stelle los, wo du jetzt in diese Richtung wirfst. Das ist ja schon auch so ein sehr gezielter Energieabstoß. Okay, noch bevor sozusagen die Finger dann... Genau, also das heißt, das ist auch dieser Apparat ist auch sehr präzise, der kann auch sehr genau Unebenheiten im Untergrund und sowas einfach abfangen und so weiter. Und das ist natürlich zum Tanzen, also auch als Kommunikationsmittel super interessant. Das ist auch alles sehr fein und sehr genau möglich ist zumindest. Das setzt ja auch immer die volle Funktionalität voraus. Es gibt ja auch viele Menschen, die das nicht wirklich richtig bewegen können oder gar nicht bewegen können, die aber diese Impulse trotzdem auch haben, die sich also trotzdem auch dann, also das Nervensystem spricht das aber die ganze Zeit trotzdem an. Es geht ja auch bis dahin.
Ja, ist also aber das ist eben in der Hüfte, du meinst, ist dann verbunden mit dem geschichtlichen Lernen des Laufens und Werfens, aber auch Menschen, die im Rollstuhl sitzen oder gelähmt sind, haben dann ja noch einen Hals, eine Schulter. Also es gibt ja auch also andere soweit ich das Resonanzteile am verstanden Körper. habe, ist es also auch bei bewegungseingeschränkten Menschen so, dass man dann trotzdem versucht, diesen Moment der Aufrichtung so weit, wie soll man sagen, doch zu machen, trotzdem zu machen, die Leute aufzurichten, hinzusetzen, ihnen irgendwelche Gehhilfen gibt, was auch immer, weil dadurch dann auch erst dieser Prozess im Gehirn wirklich angestoßen wird, dass sich das dann eben auch noch mal verdoppelt und so viel leistungsfähiger wird. Das passiert sonst möglicherweise nicht. Also ich bin mir da über die Zahlen, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es da auf jeden Fall einen starken Zusammenhang gibt. Und also damit geht das dann wirklich auch erst los. Also bis dahin ist man wirklich einfach Säugetier, hauptsächlich erstmal noch und Primat auch schon. Und dann wird man aber wirklich erst zum Menschen in dem Moment. Und dann geht auch das Gehirnwachstum erst richtig los. Das muss man notfalls halt irgendwie triggern, damit das trotzdem passiert. Also. Ja, super. wir könnten noch viel sprechen über Bewegungen hinsichtlich des Klimas, Bewegungsapparat, Hüfte, Laufen, Fahrradfahren. Was ist das im Gegensatz oder in Verbindung zu Auto, Flugzeug, Also Space Shuttle, Raketen? ich möchte hier in Leipzig zu Fridays for Future Leipzig irgendwann mal gehen und über ihn diesen Hüftvortrag einfach mal geben, einfach weil ich weiß, dass die jetzt einfach alle sehr neugierig sind über, keine Ahnung, unser Verhältnis zur natürlichen Umwelt und so weiter. Und wo ich auch glaube, dass sie dieses ganze Ding von Protestdistanzen auf der Straße, was ja historisch auch super wichtig ist, Nicht nur auch sehr historisch, an gut manchen Gegenden nachvollziehen der Welt können. auch. Genau, das also und die machen das jetzt auf jeden Fall hier auch wieder. Die tanzen auf der Straße. Das ist halt. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt wie das genau überall jetzt ausgesehen hat. Vielleicht ist das auch, weiß ich nicht, in Freiburg irgendwie anders als hier. Keine Ahnung. Aber hier war das eigentlich eine sehr ausgelassene, aber auch sehr entschlossene Stimmung grundsätzlich, die ich also unglaublich mitreißend sympathisch fand. Und es war halt so überhaupt nicht dieser apokalyptische Verzichtskult, der da jetzt irgendwie geschildert wird. Also das da, also da war schon irgendwie mehr Feuer drin. Und also die machen das tatsächlich. Die verbrüdern sich da auf der Straße, wenn sie zusammen tanzen. Das ist eigentlich so eins der wichtigsten Elemente von so einer aufständischen Entwicklung eigentlich immer ist. Ja. Keine Ahnung, wie weit das trägt, keine Ahnung, wo die sich jetzt so hin bewegen, was daraus wird. Also, aber also ich, ja, ich gehe da sicher mal hin und mach das. Also, Cool. wir haben jetzt, glaube ich, auch schon mal so vorsichtig ein bisschen kommuniziert. Mal gucken. Ja. Nee, weil die ganzen anderen Themen, die damit zusammenhängen, müssen wir dann beim nächsten Mal besprechen und schauen, was sich damit dann noch anrichten lässt oder was sich bis dahin eben auch Neues gezeigt hat dadurch, weil auch der, also was für mich auch spannend wäre, wäre diese Frage von klassische linke Theorie, wie steht sie im Widerspruch eben mit Umweltbewegungen, die dann teilweise auch back to nature, ist es dann ein technologischer Regress, geht die Befreiung eher mit Technologie, mit welcher Art von Technologie, wie muss sie organisiert werden, damit es funktioniert? Also da stecken ja noch eine Menge Fragen drin, die man. Ja, und wo ich auch manchmal gar nicht weiß, also erstmal geht es tatsächlich darum, dass uns das alles gehört. So, dann können wir halt entscheiden, was wir damit machen wollen. Und es ist auch nicht dumm, sich vorher schon mal zu überlegen und zu gucken, was es so gibt. Aber also eins nach dem anderen. Also jetzt ist Ja. es im Grunde eigentlich komplett wurscht, was wir da favorisieren würden, weil wir es einfach nicht durchsetzen können, weil wir es einfach nicht, wir entscheiden das gerade nicht. Also Im du Moment gibt es entscheidest für dich einfach. auch nicht, ob du Atomenergie sinnvoll findest oder nicht sinnvoll. Oder in welchem Rahmen. Ich würde gerne in einer Welt leben, wo alle kriegen, was sie brauchen, und wo man diesen ganzen Quatsch ausgemacht hat, weil es einfach total irrsinnig ist, das zu machen. Und ich, also ja, da, also Weil es man gibt es auch, auch nicht braucht, meinst du technologisch? Und wenn man es es, jetzt für Space Shuttle doch braucht? das weiß ich auch, das weiß ich auch alles nicht. Ich würde mir einfach wünschen, dass also die entfesselten Produktivkräfte von irgendwie dann 7, 8 Milliarden Menschen, die endlich auch einfach mal machen können. Dass man dann vielleicht auch auf bessere Ideen kommt, das alles zu machen als jetzt. Das ist jetzt alles falsch. Das ist jetzt alles ganz grundfalsch. Das gesamte Verhältnis zur Natur ist eine Katastrophe. Das Verhältnis der Menschen untereinander, solange sie in Konkurrenz stehen, ist
Das ist furchtbar, ist einfach auch, tut mir im Herzen weh, das mit anzusehen, was sich Menschen alles antun die ganze Zeit. Und das muss alles anders werden. Wir müssen uns zusammentun. Wir müssen uns zusammentun und die Produktionsmittel übernehmen. Wirklich, echt jetzt. Okay, danke.